Und an euch alle da draußen, ja, hallihallo, hallöle. Ja, ich will euch mal wieder mal zeigen, wie weit ich bin mit Simshausen. Ja, wie weit ich da gekommen bin im Projekt Simtopia, ne? Das ist ja die erste Stadt. Ja, also, so sieht zurzeit die Stadt aus. Ja, also, ich habe da schon so ein bisschen was geschafft, kann man sagen, ja. Okay, vielleicht sollte ich doch lieber die Pfeile gleich benutzen. Ja, da hinten, ne, wisst ihr, Yachthafen, also da bin ich noch nicht so irgendwie weitergekommen, aber ich habe so ein bisschen was hier geschafft, bei der Kathedrale, ja. Einmal habe ich so ein... Ich glaube, das habe ich schon mal, habe ich das schon mal aufgenommen? Weiß ich nicht. Städtischer Amtssitz auf jeden Fall. Für denjenigen, der hier in der Kathedrale predigen darf. Dann habe ich hier mal so, Wohnblock, kann man sagen. Ja, so eine Art Wohnblock hier hingebaut. Ja, mal sehen, ob wir es gleich nochmal scharf kriegen hier alles. Richtig, so sieht es ein bisschen besser aus. Schnieke. So, mit so einer Art Baum, also Zypresse, und dann hier so eine Art Sitzbank habe ich drumherum gemacht. Ja, also, ja gut, man kennt das ja, das ist halt mehr Parteienhaus, ja. Nichts Besonderes mit Balkon. Und ja, mehr ist das jetzt hier auch nicht. Und davon habe ich halt ein paar hingesetzt. Dann habe ich mir so gedacht, so, ja, dass ich auch die Innenstadt so ein bisschen, wie soll ich sagen, in diesem gleichen Stil dann fortsetze, sogar mit einer Art Kiosk. Hier habe ich so einen Kiosk mit reingesetzt, ja. So, das ist halt hier um der Kathedrale schon geschehen. Aber was ich heute auch geschafft habe, ist endlich mal das Rathaus. Wo ist es denn jetzt hier? So, Rathausplatz Simshausen. Genau mit diesem roten Rathaus und Stadtbibliothek. Ja, quasi auch mit drin, so eine Art kleine Bibliothek. Es gibt, wird noch mal eine extra Bibliothek geben hier. Aber ich habe hier ein normales Rathaus mit allen Büros, mit einem modernen Anbau gestaltet. Ja, Toiletten, allen drum und dran, und dann ein schönes Büro für den Bürgermeister quasi von Simshausen. Und sogar hier ist ein Standesamtzimmer, wenn getraut werden soll, ja, ein Trauzimmer sozusagen im Rathaus auch vorhanden. Parkplätze, also eigentlich alles da. Ich werde auf jeden Fall auch noch mal extra auf das Rathaus eingehen, weil ich habe vor, dieses auf jeden Fall hochzuladen in mein Studio. Deswegen werde ich da auch noch mal drauf eingehen. Ja, also es ist schon so ein bisschen was geschehen wieder. Ja, natürlich, es geht hier nichts von heute auf morgen. Und ich filme es jetzt mal aus dieser Ansicht, quasi von hier oben. Ja, Kathedrale, ein paar Wohnhäuser sind da, Rathaus ist jetzt da. Also es hat sich einiges getan, da hinten hat vor der Yachthafen alles da. Ja, also es geht voran und ich hoffe, es gefällt euch auch, und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ich, wenn ihr mich unterstützen würdet, auch bei dem Projekt Simtopia. Also sprich, es wird ja ein Filmprojekt wieder werden. Hier in dieser Stadt wird auch gedreht werden, soll so eine Art Games of Thrones werden. Nur halt mit Sims und moderner, und es wird halt auch so eine Glaubensideologie geben. Was will ich damit bezwecken? Ich will halt auch die Gefahr zeigen, wenn eine Welt sich so aufbauen würde, wie es sich auch vielleicht teilweise die radikalen Moslems es wünschen würden. Ja, moderne Welt, aber eingefahrene Ansichten, ja, also so
ganz, ganz krasse Glaubensansichten, die eigentlich konträr zum modernen Gedanken gehen. Und das soll auch alles mit in diese Geschichte auch mit einfließen und es wird auch Krieg geben und hast du nicht gesehen. Ja, und natürlich wird da dann auch viele, viele Rollen geben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn vielleicht einer von euch auch die ein oder andere Rolle dann ja als Synchronsprecher und Synchronsprecherin machen würde. Ja, also würde ich mich riesig darüber freuen. Und wenn du sagst, ja Mensch, ich würde gerne bei diesem Projekt entweder mitbauen, mitarbeiten, vielleicht das Drehbuch mitentwickeln oder sogar eine der Rollen haben, dann einfach eine E-Mail an filmstudio-mrd-total@gmx.de, also filmstudio-mrd, also mrd-total@gmx.de. Ja, da einfach hinschreiben mit Betreff Symptopia, dann kann ich schon euch auch mit, also dann kann ich euch zurückschreiben und dann können wir uns darüber unterhalten, welche Rolle oder was auch immer ihr machen wollt. Ja, auch was ich hier gemacht habe, hier überall Fische schon mal reingesetzt. Ja, wie gesagt, wie ich schon mal erwähnt hatte, auch die Strömung ist jetzt hier drin. Ja, also hier viele Fische, dann habe ich Samen überall hingesetzt, Schmetterlinge, Insekten haben auch jetzt Einzug gefunden quasi. Ja, hier ist nochmal der Schlosspark. Ja, da habe ich auch vor, eine Szene hier auf jeden Fall, mindestens eine, vielleicht sogar zwei oder drei, im Laufe der Folgen auch hier drin zu drehen, auf jeden Fall. Ja, also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr sagt, jo, ihr macht auch mit, ihr wollt mit dabei sein. Und an diesem Projekt, an diesem tollen Projekt mitarbeiten, das wäre klasse. Ja, wenn ihr auch, oder auch einen Freund hättet, der auch vielleicht sogar bei sowas Interesse hätte, vielleicht als Synchronsprecher, Synchronsprecherin oder so, ja, dann zeigt ihm doch dieses Video, wo ich auch hier die Welt zeige, worum es so ein bisschen geht. Also es wird, dieses ist nur eine von mehreren Städten. Ja, also wird schon noch einiges kommen. Also der Kulissenbau, ja, das ist halt jetzt erstmal, das dehnt sich so ein bisschen. Ist leider so. Und bis es dann vielleicht im nächsten Jahr dann losgehen kann mit den Dreharbeiten zu diesem Filmprojekt. Das dauert so ein bisschen. Und ja, wenn ich so ein bisschen mehr noch Hilfe dabei hätte, würde es ein bisschen schneller gehen. Und dann könnten die Dreharbeiten ein bisschen eher schon beginnen. Das wäre natürlich noch viel, viel, viel schöner. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Welt gefällt euch auch schon mal so ein bisschen. Dann lasst doch auch einen Daumen da, vielleicht noch einen Kommentar oder vielleicht auch noch ein Abo, wer noch nicht hat. Das wäre auch klasse an dieser Stelle. Ja, in der nächsten Folge, wo ich wieder den nächsten Stand euch zeige, sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und bis dahin sage ich Zun Zun, ciao.